Der mittelgroße Anycubic Cobra 3 mit dem Ace Pro Filamentwechselsystem. Bringt er mich zur Weißglut oder schaffe ich es, mit diesem Drucker ordentliche mehrfarbige 3D-Drucke zu produzieren? Das und noch viel mehr erfährst du in diesem Video bzw. Review. Kommen wir als allererstes zum Aufbau von diesem Drucker. Und ich muss sagen, dieser Drucker lässt sich im Vergleich zu Druckern aus älterer Generation deutlich schneller und auch einfacher aufbauen. Aber so richtige Bastler kommen hier nicht auf ihre Kosten, denn man braucht nur ein paar Schrauben in den Drucker reinzuschrauben und schon ist man im Endeffekt einsatzbereit. Dadurch, dass der Aufbau so einfach ist und auch schnell vonstatten geht, ist es für Einsteiger sehr einsteigerfreundlich, sagen wir es mal so. Aber für die Bastler ist es vielleicht ein ganz bisschen langweilig, weil sie halt nicht so richtig auf ihre Kosten kommen. Man öffnet das Paket und unter einer dicken Folie und etwas Schaumstoff findet man dann das Ace Pro bzw. den Filamentwechsler und darunter befindet sich dann der fast fertige Drucker. Alles, was fehlt, um den Drucker eigentlich zu vervollständigen, sind ein paar Kabel, das eigentliche Display, der Druckkopf und ein paar PTFE-Schläuche, die dann direkt zum Ace Pro führen. Zum Aufbau gehört auch, dass man das Führungsspiel einmal überprüft und dann auch einmal spielfrei einstellt. Nach dem ersten Einschalten kann man sich dann erstmal mit dem WLAN verbinden und am besten die App auf seinem Handy installieren, damit man dann auch später die allerneueste Firmware auf seinem Drucker hat. Alles in allem hat das Aufbauen ungefähr 45 Minuten gedauert und danach kann man dann das allererste Mal das Ace Pro mit seinem Filament bestücken. Das Filament wird einfach oben in die jeweilige Öffnung am Ace Pro eingesteckt und dieses zieht dann das Filament automatisch bis nach vorne bis zum Hotend. Das Ace Pro erkennt dann die passende Spule mit integriertem Chip und zeigt die entsprechende Farbe und die Kunststoffsorte im Display an. Damit ist der eigentliche Aufbau auch schon erledigt und als nächstes werfen wir einen kurzen Blick auf die technischen Daten des Druckers. Der Anycubic Cobra 3 ist ein klassischer Bettschubser mit Linearführungen aus rundem Stahl plus Kugellagern für X und Y und auf der Z-Achse befinden sich die klassischen POM-Rollen, wie man sie auch aus älteren Geräten kennt. Z ist einseitig angetrieben und über einen Zahnriemen oben über den Galgen miteinander verbunden und beide Z-Spindeln haben eine Anti-Z-Wobbelkupplung, damit man dann auch später keine Rillen in seinem eigentlichen Druck hat. Der Druckkopf besteht aus einem Direktextruder und insgesamt 4 Anschlüssen für die Filamentzufuhr und die Druckbettvermessung wird über einen druckempfindlichen Piezo-Sensor direkt auch im Druckkopf durchgeführt. Das Druckvolumen beträgt 250 × 250 × 260 mm, befindet sich also mehr so im Mittelfeld und das Hotend schafft insgesamt 300 Grad Celsius und das Hotbed 110 Grad Celsius. Damit kann man also auch problemlos später ABS und ASA drucken. Die Druckplatte besteht aus einem Magnet und dem entsprechenden Federstahl und hier haben wir statt der goldenen diesmal eine schwarze PEE-Beschichtung. Auf der linken Seite des Galgens befindet sich ein kleiner Arm. Dieser fährt dann gegen den Extruder und trennt somit das Filament bei einem Filamentwechsel. Auf der rechten Seite befindet sich ein recht lustig aussehender Mechanismus, den ich so auch noch nicht kannte. Beim Filamentwechsel wird hier das alte Filament extrudiert und auf einer kleinen Plattform abgelegt. Durch einen kleinen Magneten am Druckkopf und einen Magneten auf der Plattform wird dann beim Wegfahren dieses kleine Stück Filament weggeschnipst und wenn möglich in einer Box abgelegt. Erst war ich sehr skeptisch, ob dieser neuartige Mechanismus überhaupt funktioniert, aber in meinen Versuchen gab es hier keinerlei Probleme. Dann zum Ace Pro. Das ist nicht nur ein Wechselsystem, sondern auch eine Art Trockenbox, denn die 4 Spulen, die man in ihr ablegen kann, können gleichzeitig auch durch eine Art Heizfunktion getrocknet werden. Die maximale Temperatur kann man hier mit 55 Grad Celsius einstellen und die Dauer bis zu 24 Stunden, was meiner Meinung nach sehr lange ist. 55 Grad sind wahrscheinlich etwas wenig, wenn man zum Beispiel an Nylon denkt, aber für Sorten wie PETG sollte es ausreichen. Man kann ja hier einfach die Trocknungsdauer etwas länger stellen. Wie funktioniert eigentlich der Vorschub der Rollen in diesem Ace Pro? Immer wenn im Druck Filament verbraucht wird, fährt am Ace Pro automatisch ein kleines Haltestück heraus. Ab einem gewissen Moment springt der Vorschub der Filamentrolle an und es wird Filament nachgefördert, bis das Haltestück wieder auf seinen Anschlag per Federkraft zurückgezogen wurde. Das Display hat die üblichen Touchfunktionen und neben den üblichen Einstellungen die Funktionen zur Ansteuerung des Ace Pro und so lassen sich insgesamt 2 Filamentwechsler über ein Kabel mit dem Anycubic Cobra 3 verbinden. Was ich an der Handy-App besonders gut finde, ist, dass man immer Bescheid bekommt, ob jetzt ein Druck funktioniert hat oder auch wenn man etwas nicht geklappt hat. Einmal hatte ich eine kleine Verstopfung im Hotend und hier musste ich dann gucken, wie kann ich den Druckkopf eigentlich zerlegen und hier hat man dann auch gesehen, dass es eine Art Schnellwechselfunktion für das eigentliche Hotend gibt. Das heißt, man hat hier eine kleine Spange, die man einfach nur löst und dann kann man unten das Heatbreak komplett mit Düse herausziehen und so eine eventuelle Filamentverstopfung sehr schnell beheben. Kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach und das betrifft den Slicer. Und für mich persönlich als Reviewer und auch als freizeitlicher Benutzer von 3D-Druckern ist es immer besonders wichtig, dass ich auch meinen eigenen Slicer, in dem Fall den Orca-Slicer, für diesen Drucker benutzen kann. Irgendwie fühle ich mich im Orca-Slicer dann doch mehr zu Hause und auch ein bisschen besser verbunden mit dem eigentlichen Drucker. Und hat es in diesem Falle geklappt?
Ja, hat es. Anycubic hat mir hierfür eine Projektdatei zur Verfügung gestellt und wenn man diese Projektdatei im Orca-Slicer öffnet, kann man sämtliche Parameter für diesen Drucker ablesen und dann auch kopieren. Oh Wunder, es hat dann auch tatsächlich beim ersten Mal funktioniert, sowohl der einfache Druck mit einem Filament als auch die Bedienung von diesem Wechselsystem, dem Ace Pro. Ich konnte auf Anhieb dann mehrfarbig drucken, ohne dass der Drucker irgendwelche mysteriösen Dinge gemacht hat. Guckt am besten unten nochmal in die Videobeschreibung. Ich werde dieses Profil, was ich im Orca-Slicer erstellt habe, noch einmal exportieren und euch dann dort zum Download zur Verfügung stellen. Dann jetzt zum spannendsten Teil, und zwar die eigentlichen Druckversuche. Schauen wir uns im nächsten Kapitel einmal an, was der Anycubic Cobra 3 so für eine Druckqualität abgeliefert hat. Zuerst will ich aber noch einmal sagen, dass wenn man einen mehrfarbigen Druck startet, dass man dann einmal am Display gefragt wird, welcher Körper welchem Filament zugeordnet werden soll. Wenn man das dann gemacht hat, dann kann man mit dem Druck starten. Und zuerst habe ich hier ein Gadget ausgedruckt aus mehreren Ringen und das war schon vorgesliced. Das heißt, ich musste hier bloß einmal auf Start drücken und dann, wie gesagt, das Filament zuordnen. Der Druck sieht absolut sauber aus, alles lässt sich frei bewegen, es sind auch keine groben Druckfehler zu erkennen. Hier bin ich absolut zufrieden. Das nächste Objekt war dann auch ein vorgeslicer Flaschenöffner in Form eines Hais. Ja, hat auch funktioniert, war jetzt auch nichts Besonderes mit dran. Dann mein erstes selbstgeslicedes Bauteil, das war einmal hier dieser kleine Omnom. Wie gesagt, das habe ich selbst gesliced, das hat auch gut funktioniert mit dem Orca-Slicer. Hier bin ich auch mit der Druckqualität sehr zufrieden. Selbst oben dieser kleine Schniebel, der so rausguckt, sieht zwar jetzt nicht 100% sauber aus, aber auf jeden Fall akzeptabel. Dann der erste längere Druck, und zwar hier diese Weltkugel. Da musste ich im Slicer ein bisschen rumtüfteln, dass ich das mit der Stützstruktur hinkriege. Druckdauer war hier 1 Tag und 10 Stunden. Das hat wirklich sehr lang gedauert und hat eine Menge Müll verursacht. Aber am Ende war ich dann bis auf ein paar Rillen, die im Druck zu erkennen waren, doch zufrieden. Ich hätte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass dieser Druck auf Anhieb auch so funktioniert beim ersten Mal. Dann wollte ich einen kleinen Tiger mit mehreren Farben drucken, habe dann aber im Druck gemerkt, dass ich da anscheinend irgendwas falsch angegeben habe in der Filamentauswahl zu Beginn des Druckes. Ich habe dann trotzdem den Druck weiter zu Ende ausführen lassen und habe das ganze Modell dann noch einmal ausgedruckt mit der richtigen Filamentauswahl und hier sieht man das Ergebnis meiner Meinung nach absolut in Ordnung und ja, hier gibt es auch nicht wirklich viel zu meckern. Zu guter Letzt habe ich dann einmal ein Pokémon rausgesucht und zwar ist das hier ein Garados und das ist eine Art Schlüsselanhänger. Ja, was soll ich hierzu sagen? Es ist ein 2D-Bild, sauber gedruckt, keine Fehler, der Drucker hat gemacht, was er soll und ich war zufrieden. Das Einzige, was ich hier ansprechen muss bei mehrfarbigen Druck ist der extrem hohe Filamentverbrauch, den man hat durch diese kleinen Knödel, die entstehen. Ich hoffe, ich kann hier im Slicer noch einige Einstellungen vornehmen, um das ein bisschen zu minimieren. Kommen wir zum abschließenden Fazit und meiner persönlichen Meinung zu diesem Drucker. Und wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung und ich weiß auch immer nicht, kriege ich vielleicht ein Gerät, was besonders überprüft wurde. Das heißt, verlasst euch nicht darauf, sondern sammelt am besten eure eigene Erfahrung mit diesem Drucker und versucht vielleicht noch aus anderen Quellen noch mehr Informationen über diesen Drucker zu erfahren. Ich persönlich hatte ein wenig Angst vor Beginn dieses Reviews, weil ich aus Erfahrung weiß und aus der Vergangenheit heraus, dass je mehr Technik in einem Gerät ist, desto mehr kann auch schief gehen und manchmal das ist ja schon so ein leichtes Problem bei einfachen Druckern, die nur ein Filament verdrucken. Hier sind es jetzt dieses Mal 4 Filamente, die am Druckkopf auch noch geschnitten werden sollen. Also meine Befürchtung war zu Beginn etwas groß. Ich wurde dann aber relativ schnell überrascht, als es dann an den ersten längeren Druck ging, und zwar diese Weltkugel hier. Die hat insgesamt 1 Tag und 10 Stunden gedruckt und ich musste den Raum und auch meine Firma hier verlassen und den Drucker weiter drucken lassen. Und es hat funktioniert. Ich kam morgens hier auf Arbeit, bin an diesen Drucker gegangen und die Weltkugel wurde erfolgreich gedruckt. Ganz zu Beginn hatte ich nur ein einziges Mal einen kleinen Fehler und zwar ist mir dort das Filament im Hotend gebrochen und deswegen konnte ich dann kein neues Filament fördern, weil ich so eine kleine Wulst vor dem Extruderzahnrad hatte. Das war aber gar nicht so schlecht. Ich konnte die Chance gleich nutzen und den Extruder einmal demontieren und gucken, wie schnell man an das Hotend dann rankommt und durch diese Schnellwechselfunktion ging das wirklich sehr schnell und ich vermute mal, dass es vielleicht sogar mein Fehler war, weil ich das Filament nicht gerade abgeschnitten hatte, sondern schräg, so wie ich es sonst immer gewöhnt bin. Was gefällt mir besonders gut? Das ist zum ersten einmal die generelle Qualität bzw. Verarbeitung von diesem Drucker. Die Teile sind sehr hochwertig und Anycubic hat sich von der Vergangenheit bis jetzt auf jeden Fall, zwar nicht deutlich, aber auf jeden Fall gesteigert, was die Qualität angeht. Dann gefällt mir auch sehr gut, dass ich meinen eigenen, also in Anführungszeichen eigenen Slicer bzw. den Orca Slicer nutzen kann. Das ist für mich ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann gefällt mir zusätzlich gut, dass diese Filamentwechseleinheit hier nicht nur das Filament wechselt und auch ordentlich zuführt, sondern dass hier auch gleich so eine Art Trockenfunktion mit drin ist, also ein Heißgebläse, was die Filamente dann auch trocknet.
Okay, ist bei PLA jetzt eventuell nicht ganz so wichtig, aber sobald man zum Beispiel mit PETG oder vielleicht später auch mit Nylon drucken möchte, ist trockenes Filament für ein erfolgreiches Drucken dieser Filamente dann essentiell. Es fällt mir ein bisschen schwer, was Negatives zu finden über diesen Drucker. Gut, der Aufbau, der war so leicht, dass es den einen oder anderen vielleicht stört, weil er nicht so viel zu basteln hat, ist aber mehr so zweitrangig, sage ich mal. Was mir aber wirklich nicht gut gefällt, und ich hoffe, dass das nur eine Einstellungssache, die man im Slicer noch beheben kann, ist, dass extrem viel Filamentabfall entsteht. Ihr seht es hier zum Beispiel, das ist, glaube ich, fast nur die Weltkugel oder der Verbrauch von der Weltkugel, die ich hier gedruckt habe. Und ich habe hier drüben noch zwei kleine Kisten. Also ich kann das später in einem Projekt noch verwenden mit meinem Granulatextruder, aber der ganz normale Benutzer, der nur einen Drucker, sage ich mal, hat, der wird wahrscheinlich nicht darum herumkommen, diese Sachen entweder wegzuschmeißen oder in, weiß ich nicht, irgendeine Art zu recyceln. Ist der Drucker anfängerfreundlich? Ich würde sagen, erstmal so an sich, die Technik von diesem Drucker, die ist auf jeden Fall einsteigerfreundlich. Man kann hier an diesem Drucker, an dem Gerät an sich nicht viel falsch machen. Aber wenn es dann in Richtung Slicer geht, da sollte man sich zumindest ein klein wenig mit auskennen oder sich auf jeden Fall ein paar Stunden Zeit nehmen, um sich mit dem Slicer zu beschäftigen, denn ein einfacher Druck mit einem Filament ist noch relativ simpel. Sobald man aber so eine Zusatzeinheit hat, muss man sich schon ein bisschen mit den Objekten beschäftigen und welchem Objekt man dann welchem Filament zuordnet. Das ist jetzt auch nicht super schwierig, aber man muss halt einfach wissen, wie das Ganze geht. Aus meiner anfänglichen Angst über dieses Gerät, weil halt doch so viel Technik dran ist und ich dachte, da kann einiges schief gehen und das Review dauert dann wahrscheinlich ewig, wurde dann doch Freude im Endeffekt, weil der Druck und das Druckergebnis dann doch besser war, als ich es eigentlich erwartet hatte. Und so war auch dieser Drucker mal etwas Neues für mich, obwohl ich zwar den Bamboo Lab mit der Wechseleinheit hatte. Es ist hier doch mal wieder ein bisschen was anderes gewesen, weil es ja doch ein anderer Drucker wieder ist, eine andere Steuereinheit. Ich musste mit dem Orca Slicer das Ganze bedienen und nicht mit dem Bamboo Studio, obwohl sich diese ja auch relativ ähnlich sind. Auf jeden Fall, trotz alledem, mir insgesamt hat der Drucker gut gefallen und mir hat das Drucken mit dem Drucker Spaß gemacht. Habt ihr schon aus der Vergangenheit Erfahrungen mit einem Mehrfachdruck und könnt mir vielleicht sogar ein paar Tipps geben, wie ich das Ganze mit diesen vielen Abfallresten hier etwas besser machen kann, dann schreibt das natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare unten rein. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen dieses Videos bzw. Reviews. Werdet Abonnent oder werde Abonnent, wenn du noch keiner bist. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann sehe ich dich bzw. euch hoffentlich im nächsten Video. Okay, let's go. Das ist so weit weg. Cubic Cobra 3 mit dem Ace Pro. Der Anycubic Cobra 3 mit dem Ace Pro Wechselsystem. Okay. Das war doch schon mal gut, oder? Ne? War nicht gut? Warum nicht? Das war doch schon viel besser. Das und noch viel mehr erfährst du in diesem Video. Das und... ja. Geil. Super. Der Stuhl ist ja süffig, noch und nöcher. Auch sagen, so richtige Bastler kommen nicht an ihre... Na, also. So, dann hätten wir das auch. Das ist ein bisschen niedrig, das muss ich wieder. Slicer und für mich als Reviewer und auch als Hobbyist, das ist immer sehr scheiße, wenn man sich im Satz verwurschtelt.